Kapitel 11 Die Tür zum Herzen. Die ersten Eindrücke von der Welt kommen über unsere natürlichen Sinne in unser Herz. Jeder davon ist sehr wirksam. Schmecken, tasten, riechen, hören und sehen. Im Bereich des Geistes haben wir etwas, was den Sinnen zu entsprechen scheint. Das Problem ist jedoch, dass wir uns des Einflusses von dieser Welt mehr bewusst sind als des Einflusses der geistigen Welt. Diesem weltlichen Einfluss sind wir jahrelang in der Schule ausgesetzt. In den Abendnachrichten wird uns weltliche Sicht vermittelt. Dieses weltliche Denken nehmen wir in uns auf, wenn wir Botschaften hören, die Gott jede Macht absprechen. Der Einfluss der Welt auf unser Leben ist viel stärker, als die meisten Menschen sich vorstellen. Der Begriff Welt spricht oft vom Weltsystem. Die Welt hat ein System, das sich vollkommen von Gottes System unterscheidet. Viele von uns haben ein Leben lang gelernt, in diesem System der Welt erfolgreich tätig zu sein. Wenn wir wiedergeboren sind, versäumen wir es, unseren Sinn gemäß dem Wort Gottes zu erneuern. Wir versuchen, die Weisheit des Weltsystems anzuwenden, um im Königreich Gottes zu wirken, und das funktioniert nicht. Römer 8, Vers 6 weist darauf hin, das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Der natürliche Verstand ist ein Verstand, der auf das Fleisch fixiert ist, besonders auf die Fähigkeit des Fleisches, jemanden gerecht zu machen. Gemäß dem, wie die Welt denkt, wäre es einleuchtend, dass wir durch gerechte Handlungen gerecht werden, doch dies würde bedeuten, fleischlich gesinnt zu sein. Dies ist ein Denken, das Dinge dem Fleisch nach auffasst. Der natürliche Verstand kann niemals verstehen, dass ein gerechter Lebensstil ganz natürlich aus einem Menschen entspringt, der gerecht ist. Jeder Gläubige muss seinen Sinn erneuern, wenn er im Königreich Gottes jemals erfolgreich funktionieren will. Wir müssen die Dinge so sehen, wie Gott sagt, dass sie sind, nicht so, wie wir entscheiden, dass sie sind. Unsere Auffassung von der Wirklichkeit muss mit der von Gott vollkommen übereinstimmen. Andernfalls gehören wir zu der Gruppe der fleischlich Denkenden. Es gibt einen bestimmten Vorgang, wie wir Gehörtes in unserem Herzen gründen können. Wenn wir irgendeinen Input empfangen, ob wahr oder falsch, beginnen wir gewöhnlich darüber nachzudenken. Wenn wir anfangen, über irgendetwas nachzudenken, besonders über jene Dinge, die Gefühle hervorrufen, beginnt dies, unser Herz zu beeinflussen. In Markus 4, Vers 24 zeigt uns Jesus, wie Gehörtes imstande ist, Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Das folgende Zitat ist der Amplified Bible entnommen. Und er sagte zu ihnen, seid vorsichtig, was ihr hört. Das Ausmaß an Nachdenken und Studium, das du für die Wahrheit einsetzt, die du hörst, wird das Ausmaß bestimmen, was an Wirkung und Kenntnis zu dir zurückkommt. Und noch mehr darüber hinaus wird dir gegeben werden. Einfach nur eine Wahrheit zu hören, wird dein Leben nicht beeinflussen. Es beeinflusst dein Leben erst dann, sobald du anfängst, darüber nachzudenken und zu meditieren. Indem du über die Wahrheit meditierst, beginnt diese Wahrheit, sich dir zu offenbaren, sich zu entfalten und für dich lebendig zu werden. Während du über das Gehörte nachsinnst, beginnt es, deine Gefühle zu beeinflussen und wird schließlich seinen Weg in dein Herz finden. In Sprüche 23, Vers 7 heißt es, denn wie er in seinem Herzen denkt, so ist er. Diese Schriftstelle beinhaltet eine Fülle an Informationen. Als erstes bekräftigt sie, was wir bereits erkannt haben. Ein Mensch ist, was er in seinem Herzen ist. Selten wird sich einer über den Zustand seines Herzens hinaus erheben. In jenen Zeiten, in denen er es schafft, wird dies nur für kurze Dauer und unbeständig sein. Dein Herz beeinflusst dein Leben mehr als irgendetwas anderes.
Es bestimmt den Standard, zu welchem jemand immer wieder zurückkehren wird, ganz gleich, was passiert. Die meisten Menschen haben einen emotionalen Standard, einen Gesundheitsstandard, einen Standard für Finanzen, eine Gewichtsnorm, einen Beziehungsmaßstab, einen Lebensstandard. Dieser Standard wurde im Laufe der Jahre in ihrem Herzen fest begründet. Ganz gleich, welches Glück oder welches Missgeschick daherkommt, man wird immer auf die Herzensebene zurückkehren. Deine Gedanken sind der Pförtner deines Herzens. Der Pförtner entscheidet, was zur Tür hinein und hinauskommen darf. Wenn deine Gedanken Gedanken der Furcht sind, wird Furcht der Türhüter deines Herzens werden. Er wird nur jene Dinge hineinlassen, die Furcht verstärken. Und er wird nur jene Dinge hinauslassen, die Furcht verstärken. Jene Gedanken, bei denen du verweilst, formen dein Herz, um es entweder aufrichtig oder gekrümmt zu machen. Das, was du jeden Tag und jede Minute denkst, bestimmt, wie dein Leben sein wird. Gedanken sind wie das Steuerungssystem in einer Fernlenkwaffe. Einige visuelle Lenksysteme visieren das Bild ihres Zieles an. Sie werden diesem Bild so lange folgen, bis sie ihr Ziel erreichen, Zerstörung. Ähnlich schaffen auch unsere Gedanken Bilder, die unser Leben lenken. Wir werden unbewusst in die Richtung streben, in die unsere Gedanken gehen. Wenn du Gedanken der Angst, des Unglaubens oder der Selbsterniedrigung hast, wirst du ein solches Herz entwickeln und diese Art Leben führen. Wenn du Gedanken des Glaubens, der Zuversicht und des Selbstwertes hast, wirst du ein Herz entwickeln, das die Gnade Gottes empfangen kann, um diese Gedanken zu verwirklichen. Deine Gedanken sind der Pförtner des Herzens und sie gewähren nur jenen Gedanken Zutritt, die nach ihrer eigenen Art sind. Wenn du auf eine Reise gehen müsstest und einen Wächter an deiner Tür zurückließest, würdest du wahrscheinlich jemanden wollen, von dem du Ehrlichkeit und Verlässlichkeit erwarten kannst. Ein ehrlicher Mensch würde den Zerstörer aufhalten. Ein unaufrichtiger Mensch würde sich ausliefern. Ähnlich bestimmen deine Gedanken, was zu deinem Herzen Zutritt haben darf. In einigen Bereichen glaubst du vielleicht genau das, was das Wort sagt, und hast auf diesem Gebiet vollkommenen Sieg. Doch in einem anderen Bereich glaubst du die Wahrheit vielleicht nicht. Deshalb hast du nicht die Gnade, Gottes Fähigkeit, um in dieser Wahrheit leben zu können. Gnade ist keine Funktion im Allgemeinen. Sie ist nicht eines jener Dinge, die man entweder hat oder nicht hat. Es mag in deinem Leben Bereiche geben, in denen es leicht ist, auf Gott zu vertrauen. Es mag aber auch andere Bereiche geben, in denen es unmöglich ist, auf Gott zu vertrauen. Nochmals, alles hängt davon ab, was du bezüglich deiner Gerechtigkeit glaubst. Wenn eine Person in Glaubensgerechtigkeit gegründet ist, wird sie in jedem Lebensbereich gefestigter werden. 2. Petrus 2, Vers 8 lehrt uns, dass das, was wir sehen oder hören, die Kraft hat, unsere Seele zu quälen. Wenn eine Person gequält ist, ist sie gefühlsmäßig eingenommen. Ihre Gedanken neigen dazu, vollkommen von einer Person oder Situation gefangen genommen zu werden. Sie ist so sehr von dieser Situation erfüllt, dass allein das Denken daran die mit dieser Situation verknüpften Gefühle hervorbringt. Eine Person, die von Angst gequält ist, braucht nur an eine Sache zu denken, die Angst bereitet. So wird dies Gefühle hervorbringen, die genauso sind, wie die Gefühle sein würden, wenn sich die Sache tatsächlich ereignen täte. Ein Mensch, der von sexueller Sünde eingenommen ist, kann an diese Sünde oder an eine bestimmte Person denken und sofort erregt sein. Demgemäß sind solche Menschen von ihren Gefühlen verzehrt und von ihnen total beherrscht. Unser Wille wird unter anderem von unseren Gefühlen bestimmt. Der Wille ist eine Funktion der Seele. Die Seele scheint aus dem Geist, den Gedanken,
den Empfindungen, Gefühlen und dem Willen, das ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zu bestehen. Wenn wir anfangen zu denken, dass wir nicht gerecht und somit für Gott auch nicht annehmbar sind, bekommen wir allmählich Gefühle der Ungerechtigkeit und schlussendlich fällen wir unsere Entscheidungen aufgrund jener Gedanken und Gefühlsregungen. Sobald sich diese Gedanken in unserem Herzen festgesetzt haben, werden wir ohne Veränderung des Herzens uns niemals über sie erheben können. Das Buch der Sprichwörter sagt in Kapitel 12, Vers 6: Die Worte der Gottlosen sind ein Lauern auf Blut, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Die Worte, die wir ein Leben lang hören, können uns heilen oder töten. Worte haben die Kraft, unser Leben zu rauben. Doch nicht jedes Wort, das du hörst, hat die Kraft, dein Leben zu rauben, nur jenes, an das du ständig denkst. Wenn du in einem solchen Ausmaß an Wahrheit oder Lügen denkst, dass sie deine Gefühle zu beeinflussen beginnen, dann kontrollieren sie dein Leben. Wenn du lange genug an sie denkst, werden sie ein Teil deines Glaubenssystems. Jene Überzeugungen werden zum entscheidenden Faktor für deinen Sieg oder deine Niederlage. Die Bibel spricht von Gedanken und Gefühlen, die vom Verstand kommen, und von solchen, die von einer tieferen Ebene, dem Herzen, kommen. Die Gedanken und Gefühle, die vom Herzen kommen, kommen ohne Anstrengung und lenken dein Leben in eine Richtung. Aus diesem Grund müssen wir die Wahrheit über das vollbrachte Werk Jesu glauben. Nichts beeinflusst dein Leben mehr als das, was du bezüglich deiner Gerechtigkeit glaubst. Wenn du glaubst, dass Gott dich nicht verändern kann, oder wenn du glaubst, dass es für dich unmöglich ist, von einer deiner Sünden loszukommen, dann ist dein Herz in diesem Bereich gekrümmt. Dein Herz bestimmt, was in deinem Leben passieren wird. Wo keine Gerechtigkeit ist, kein aufrichtiger Glaube, da kann Gottes Gnade, Gottes Fähigkeit, kein Leben, Zoe, bringen. Doch wenn ein Mensch glaubt, dass er gerecht ist, fließt die Gnade Gottes, die Fähigkeit Gottes, um gerecht leben zu können, von seinem Herzen heraus. Der wahre Kampf in unserem Leben findet im Bereich des Glaubens statt, nicht des Tuns. Du kannst handeln und nicht glauben, aber es ist unmöglich zu glauben und nicht zu handeln. Unser Glaubenssystem beeinflusst jeden Lebensbereich. 2. Korinther 10, Vers 3 sagt: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht im Fleisch. Obwohl wir in einem fleischlichen Körper leben, sollten wir in unserem Lebenskampf nie mittelgemäß unserer natürlichen Kraft einsetzen. In 2. Korinther 10, Vers 5 wird beschrieben, dass dieser Kampf im Verstand stattfindet. Eitle Vorstellungen und Überlegungen steigen in uns hoch und versuchen, uns Gottes Verheißungen zu stehlen. Verstandesgemäße Überzeugungen sagen uns, warum wir nicht der oder das sind, was Gott sagt, dass wir sind. Unser Kampf ist keiner mit dem Teufel. Unser Kampf ist einer mit unserem eigenen Verstand. Wir glauben nicht an das vollbrachte Werk Jesu. Unser Herz ist nicht aufrichtig, gerecht. Alle solchen Vorstellungen sind das Produkt eines gekrümmten Herzens, eines Herzens, das sich gefügt hat, mit dem übereinzustimmen, was andere über uns gesagt haben. Wir haben die Wahrheit des Wortes Gottes beiseite geschoben und die Dinge anerkannt, von denen wir dachten, dass sie annehmbar seien. Vers 4 sagt uns, dass wir diese Bollwerke mit der mächtigen Kraft Gottes niederreißen sollen. Doch diese Bollwerke sind nicht in den himmlischen Örtern, diese Festungen sind keine Dämonen. Diese Festungen sind Gedanken und Vorstellungen, die nicht auf der Wahrheit basieren. 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 sagt: So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Vielmehr gab ich ihnen folgendes Gebot: Hört auf meine Stimme, dann will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Geht in allem den Weg, den ich euch befehle,
damit es euch gut geht. Sie aber hörten nicht und neigten mir ihr Ohr nicht zu, sondern folgten den Eingebungen und Trieben ihres bösen Herzens. Sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Jeremia 7, Vers 23 bis 24. Alle Vorstellungen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, bewirken, dass wir rückwärts gehen. Sie werden unser Leben in völlige Zerstörung führen, indem sie uns der Gnade Gottes entfremden. Jeder Gedanke, der nicht mit der geoffenbarten Kenntnis von Gott in Einklang steht, ist eine Festung und muss niedergerissen werden. Ein Gedanke wird nicht dadurch niedergerissen, dass wir ihn im Namen Jesu anschreien. Der 2. Korintherbrief befiehlt, dass wir ihn unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen sollen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Jesus besiegte jede Sünde. Aus diesem Grund muss ich nicht versuchen, sie zu besiegen. Wenn mir der Gedanke kommt, dass ich ungeschützt bin, so kommt es nicht auf meinen Gehorsam an. Worauf es ankommt, ist der Gehorsam Jesu. Besiegte Jesus die Sünde, als er von den Toten auferstand? Ja. Bin ich in Jesus? Ja. Dann bin ich gerecht und frei von Sünde. Wenn ich anfange zu erkennen, dass Jesus die Sünde besiegte und mir durch seine Auferstehung Gerechtigkeit gegeben hat, dann beginnt Gnade in meinem Leben zu fließen, die mich befähigt, gemäß dieser Gerechtigkeit zu leben. Ich versuche nicht, diese Gedanken dazu zu bringen, mir zu gehorchen. Ich bringe diese Gedanken nur in Übereinstimmung mit dem, was der Gehorsam Jesu bereits zur Verfügung gestellt hat. Wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, sind wir tatsächlich verpflichtet, nur das zu glauben, was Gott über uns sagt. Wir haben kein Recht, irgendetwas zu glauben oder zu denken, was nicht durch Gottes Wort bewiesen oder begründet werden kann. Wenn Gedanken aufkommen, die mit den Verheißungen Gottes nicht übereinstimmen, muss sofort damit abgerechnet werden. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Epheser 6, Vers 16. Der Schild des Glaubens wird nicht einige der feurigen Geschosse auslöschen. Er wird alle feurigen Geschosse auslöschen. Die feurigen Geschosse sind jene Worte, Gedanken oder Begierden, die auf dein Blut lauern. Lass nicht zu, dass ungerechte Gedanken in deinem Verstand ansässig werden. Erinnere dich, dass jeder Gedanke, der nicht mit dem vollbrachten Werk Jesu übereinstimmt, ungerecht ist. Diese Ungerechtigkeit wird Gottes Gnade daran hindern, in dir zu wirken. Ersetze Gedanken, die der Schrift widersprechen, stets mit den Verheißungen Gottes. Beantworte jede Frage betreffend Gerechtigkeit mit dem Bekenntnis der Gerechtigkeit Jesu und der Tatsache, dass du in ihm bist. Wenn deine Seele gequält wird, kannst du deine Gedanken nicht dadurch ändern, indem du einfach an etwas anderes denkst. Die zweite Hälfte in Sprüche 12, Vers 6 sagt, aber der Mund der Aufrichtigen, Gerechten, rettet sie. Paulus sagte, dass er sich seiner zuversichtlichen Erwartung der Herrlichkeit, Anschauung und Meinung Gottes, die Wahrheit ist, rühme. Römer 5, Vers 2. So konnte Paulus in Drangsal sich behaupten. So können auch wir im Kampf gegen Sünde, Selbstabwertung und irgendetwas anderem, das uns davon abhält, all das, was Gott gesagt hat, dass wir sein können, in Anspruch zu nehmen, obsiegen. Indem ich anfange, meine Gerechtigkeit in Jesus wörtlich zu bekennen, beginnt jedes Gefühl in mir, mit dieser Wahrheit in Übereinstimmung zu kommen. Es ist nicht etwas, das ich einfach sage. Es ist eine Tatsache, die ich glaube und die ich fühle. Die Wahrheit ist, dass du der Sünde nicht nachgeben kannst, wenn du dich gerecht fühlst. Mehr als irgendetwas anderes wird der Sieg über das Gedankenleben unser Herz vor jenen Dingen behüten, die sich gegen das Wort Gottes erheben. Wenn irgendein Gedanke oder Wort versucht, deine Gedanken gefangen zu nehmen, musst du den Schild des Glaubens erheben.
Erinnere dich, dass Glaube bedeutet, fest überzeugt zu sein und zu bekennen. Römer 10, Vers 10. Es ist nicht genug, zu versuchen, das zu verändern, was du denkst. Wenn dich irgendetwas quält, musst du die Wahrheit Gottes mit deinem Mund aussprechen. Das Buch der Sprichwörter sagt, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Sprich das Wort kühn aus, bis deine Gedanken und Gefühle wieder in Übereinstimmung kommen und du somit die Gnade Gottes nicht unwirksam machst. Es wird gesagt, dass es nur wenige Wochen dauert, bis etwas zur Gewohnheit wird. Es dauert 6 bis 8 Wochen, bis etwas natürlich wird. Indem du deine Gedanken für einige Wochen konsequent in Übereinstimmung bringst, könntest du deine Denkgewohnheiten gänzlich verändern. 6 oder 8 Wochen sind ein geringer Preis, der gezahlt werden muss, um ein sieghaftes Leben zu haben. Indem wir gewohnheitsmäßig stets Gedanken denken, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen, wird der Türhüter deines Herzens nur Glauben und Gnade erlauben, in deinem Leben zu herrschen. Kapitel 12 – Heraus aus dem Grab. Heißt das nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtig werde? Keineswegs! Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Römer 6, Vers 1-2. Wie wir schon zuvor diskutiert haben, ist Gnade nicht Gottes Fähigkeit, die Sünde zu übersehen. Gott ist barmherzig mit uns, wenn wir sündigen. Weil er barmherzig ist, können wir Vergebung, Versöhnung und Gnade, Gottes Fähigkeit, erhalten, um die Sünde zu überwinden. Weil uns nun Gott die Fähigkeit gibt, die Sünde zu überwinden, sind wir noch mehr verpflichtet, mit Sünde fertig zu werden. Die wahre Botschaft der Gnade fordert mehr Verantwortung von jedem Gläubigen. Aufgrund der Gnade Gottes haben wir nun keine Ausrede für Sünde. Wir werden nur dann mit Sünde fertig werden, wenn wir jede Entschuldigung beseitigt haben, die uns erlaubt, in Sünde zu leben. Römer 6, Vers 14 sagt deutlich, keine einzige Sünde irgendeiner Art soll Herrschaft über dich haben. Dies sollte jede Diskussion beenden. Gerechtigkeit erfordert, dass wir Sünde so sehen, wie Gott sie sieht. Sünde hat keine Macht über uns, jetzt, wo wir in Gnade leben. Als wir im Fleisch waren, abhängig von unserer eigenen Kraft, herrschte die Sünde über uns, doch nun haben wir die Kraft Gottes. Sünde hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Nachdem wir Gottes Sicht anerkannten, haben wir keine Entschuldigung dafür, in Sünde zu verharren. Wir müssen auf biblische Weise mit ihr fertig werden. Zu versuchen, die Sünde durch Werke, bloßen Willen oder Hartnäckigkeit zu besiegen, wird eine sehr frustrierende und selbstgerechte Erfahrung sein. Wir fühlen uns gut, solange wir recht handeln, und wir werden so lange recht handeln, als wir dazu fähig sind. Wenn wir jedoch nicht länger dazu fähig sind, werden wir nicht recht handeln. Wir werden uns nicht gut fühlen und wir werden keinen Sieg erleben. Selbstgerechtigkeit fühlt sich, was das Selbst betrifft, nur so lange gut an, solange das Selbst gerecht handelt. Glaubensgerechtigkeit, soweit sie sich auf das Selbst bezieht, fühlt sich so lange gut an, als das Selbst in Christus ist. In Epheser 1 betet Paulus dafür, dass wir über 3 bestimmte Dinge Offenbarungserkenntnis bekommen. Eines der Dinge, für die er betet, ist, dass wir verstehen, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Epheser 1, Vers 19. Es ist wesentlich, dass wir die Kraft Gottes, die in unserem Leben wirkt, verstehen, wenn wir Sieg haben wollen. Er beschreibt diese Kraft folgend: durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen,
den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Epheser 1, Vers 19 bis 20. Die Kraft, die in uns wirkt, ist Auferstehungskraft. Es ist dieselbe Kraft, die ins Grab kam, um Jesus von den Toten zu erwecken. Es ist dies die Kraft, die bewirkte, dass er über jede andere Kraft siegreich war. Bevor wir zu Jesus kamen, waren wir tot in Sünde. Wir konnten das Sündigen nicht aufhören und wir konnten die Folgen der Sünde nicht aufhalten. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 24, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wir waren bereits tot. Aus diesem Grund ist der Rettung ein Auferstehen von den Toten. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus zur Sünde wurde, 2. Korinther 5, Vers 21. Wenn er als Sünder starb und die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdienen, dann gibt es keinen Zweifel, dass er bei seinem Tod in die Hölle ging. Beladen mit den Sünden der Welt war er an das ewige Schicksal der Sünder gebunden. All dies passierte, um uns von dieser Strafe zu befreien. Doch er blieb nicht in der Hölle. Das Schriftwort wurde erfüllt, du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Apostelgeschichte 2, Vers 27. Wie kam Jesus aus dem Grab heraus? Als Jesus von den Toten auferstand, hat er nicht nur Sünde besiegt. Er besiegte die Sünde und den Tod. Es ist offensichtlich, dass ihm die Auferstehung den Sieg über den Tod brachte. Doch wie steht es mit Sünde? Da Jesus als Sünder starb, hielten ihn die Sünden der Welt in der Hölle. Als der Geist Gottes in das Erdinnere eintrat, um auf den Herrn Jesus zu kommen, musste er die Macht der Sünde brechen. Gleichfalls musste er jede dämonische Festung auf der Erde und im Himmel brechen. All die Sünden der Welt und all die Mächte der Finsternis konnten Jesus nicht vom Auferstehen und Auffahren zum Vater abhalten. Als Jesus aus diesem Grab herauskam, besiegte er nicht nur den Tod, sondern auch die Sünde. Jesus nagelte nicht Sünden ans Kreuz. Laut Kolosser 2, Vers 14 nagelte er das Gesetz an das Kreuz. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Er nagelte das Gesetz an das Kreuz. Er trug unsere Sünden in die Hölle. Das alttestamentliche Sinnbild für dies sehen wir im Sündenbock, der die Sünden der Menschen außerhalb des Lagers trug. Diese Sünden waren es, die Jesus ins Grab brachten, doch Gott erweckte ihn von den Toten. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, ist die Kraft, die auch in uns wirkt. Diese Auferstehungskraft, welche die Sünden der gesamten Welt vernichtete, ist es, die in dir wirkt, um deine persönlichen Sünden zu vernichten und dich aufzuerwecken zur Neuheit des Lebens. Wir wurden nicht errettet, um gerecht zu werden. Wir wurden gerecht gemacht, damit wir errettet werden konnten. Eine der größten Tragödien in Bezug auf Errettung ereignet sich dann, wenn eine Person wiedergeboren wird. Es wird ihr nur gesagt, dass sie an Jesus als ihren Erretter glauben soll. Sie weiß nicht, dass Jesus auch ihre Gerechtigkeit ist. Sie weiß nicht, dass er ihr die Kraft der Gerechtigkeit gibt.
Aufgrund dieser Unwissenheit sind wir, wie die Galater, die im Geist begannen und dann versuchten, durch ihr Fleisch zur Vollendung zu gelangen. Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Galater 3, Vers 3. Die Gabe der Gerechtigkeit wurde uns nicht gegeben, damit wir in Sünde leben können. Die Gerechtigkeit wurde uns gegeben, damit wir von Sünde und ihren Folgen befreit sein können. Deshalb verkündet Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Römer 6, Vers 4 sagt, dass es die Herrlichkeit Gottes war, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn wir an die Herrlichkeit Gottes denken, denken wir normalerweise an seinen strahlenden Glanz und seine Pracht und seine Größe. Seine Herrlichkeit ist alles von dem, aber sie ist noch mehr als dies. Dieses Wort für Herrlichkeit bedeutet die Ansicht, das Urteil und die Meinung Gottes, die Realität sind. Auf die Art und Weise, wie Gott etwas sieht, so ist es. Die Ansicht Gottes ist die Realität, unabhängig davon, wie wir die Dinge sehen oder verstehen. Ehe Jesus überhaupt Fleisch wurde, ehe er jemals auf der Erde umherwanderte, bevor er je ans Kreuz und bevor er je in die Hölle ging, hatte Gott die Wahrheit ausgesprochen. Das Kreuz und das Gericht waren prophezeit worden. Es war auch vorhergesagt worden, dass Jesus der Herr der Herrlichkeit und der Retter aller Menschen ist. Er würde von den Toten erweckt werden und für ewig ein Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedek sein. Dies war die Wirklichkeit. Es sah nicht als diese Wirklichkeit aus, als Jesus auf dem Kreuz hing. Es sah nicht als diese Wirklichkeit aus, als Jesus in der Hölle war. Doch es war so. In den messianischen Psalmen und im Buch Jona wird die Pein beschrieben, die Jesus erleiden musste, als er in der Hölle war. In jenen Passagen werden Gottes Verheißungen bekannt. In Jona Kapitel 2 bekennt Jona als Sinnbild für Christus: Er antwortete mir, du hörtest meine Stimme, Jona 2, Vers 3. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel, Jona 2, Vers 5. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jona 2, Vers 7. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel, Jona 2, Vers 8. Ich aber will dir Opfer bringen, bei dem Herrn ist Rettung, Jona 2, Vers 10. Diese Bekenntnisse des Glaubens, die Anbetung und das Vertrauen wurden nicht erbracht, nachdem Jona befreit war. Sie wurden vom Bauch des Wales aus erbracht, was wiederum ein Sinnbild für Jesus in der Hölle ist. Jesus begann in der Hölle, das auszusprechen, was Gott gesagt hatte. Er begann anbetend die Ansicht und die Meinung Gottes auszusprechen, die die Wirklichkeit sind. Diese Worte brachten den Heiligen Geist in diese Situation hinein und erlösten Jesus von den Ketten der Sünde und des Todes, um ihn so zum Erstgeborenen von den Toten zu machen. Deshalb sagt Paulus in Römer 5, Vers 3, mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis. Dieses Wort rühmen bedeutet sich freudvoll rühmen. Paulus sagt in den vorherigen Versen, dass er sich der Herrlichkeit, also Ansicht und Meinung Gottes, freudvoll rühme. Sogar in Bedrängnis rühmte er sich der Ansicht und Meinung Gottes. Weshalb? Weil diese die Realität sind. Ganz gleich, womit du gerade kämpfst. Die Realität Gottes ist, dass du Sieg hast. Du bist gerecht. Du bist ein Überwinder. Doch wenn du Gottes Ansicht und Meinung nicht glaubst,
kann Gnade nicht wirksam werden und dich nicht befähigen, in Gottes Realität zu leben. Wenn wir durch Zeiten der Bedrängnis gehen, kann unser Herz davon beeinflusst werden. Wir empfangen all diese negativen, widersprüchlichen Informationen von all diesen äußerlichen Quellen. Unsere Gefühle beginnen sich dadurch zu ändern und unser Herz mag anfangen zu schwanken. Doch wir können unser Herz durch das festigen, was wir sprechen. Sogar Jesus war beinahe von seinen Gefühlen überwältigt, als er in der Hölle war. Wir sehen dies an Jona als einem Sinnbild für Jesus. Jona sagt in Jona 2, Vers 6, Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefen umschlossen mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Er beschreibt einen äußerst emotionalen Zustand. Dann in Jona 2, Vers 8 sehen wir den äußersten Kampf. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Obwohl alle Gefühle Jesu schwankten, erinnerte er sich an den Herrn. Ebenso müssen auch wir uns des Herrn erinnern. Wir müssen uns daran erinnern und das anerkennen, was er getan hat. Und wir müssen vollkommen an das vollbrachte Werk glauben, uns darauf verlassen und es anerkennen. Von Gefühlen beherrscht zu sein, Entscheidungen aus unserer Sicht heraus zu fällen, bedeutet, nichtige Götzen zu verehren. Jona 2, Vers 9 sagt, die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Unglücklicherweise neigen wir dazu, nichtige Götzen, unsere Ansicht und Meinung zu verehren, ohne für Gottes Ansicht und Meinung echte Hochachtung oder Vertrauen in sie zu haben. Indem wir anerkennen, was Gott sagt, wird unser Herz überzeugt. Und Gnade fließt. Unsere Gefühle bleiben unveränderlich. Wir halten den Türhüter der Wahrheit fest. Wir bewahren den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir bewahren ein Herz, in dem und durch das der Heilige Geist wirken kann. Wir wurden wiedergeboren, indem wir an Jesus glaubten und Jesus als den auferstandenen Herrn unseres Lebens bekannten. Römer 10, Vers 10. Aber auf dieselbe Art setzen wir fort, um aus jenen Dingen herauszukommen, die versuchen, uns im Grab der Sünde zu halten. Indem wir anbetend bekennen, was Gott über uns sagt, zieht uns der Geist der Herrlichkeit und der Gnade von jenen Dingen weg, die versuchen, Herrschaft über uns für sich in Anspruch zu nehmen. Derselbe Geist, der Jesus zu Rechten des Vaters setzte, versetzt auch uns an himmlische Plätze, weit über jedes Fürstentum und jede Macht und Gewalt und Herrschaft, um am Auferstehungsleben teilhaben zu können.